Hallo und herzlich willkommen zur Demo von Detroit Become Human. Frisch erschienen auf der PlayStation 4 und wir spielen das natürlich jetzt auch gleich mal blind. Wir haben die Möglichkeit, also die Mission heißt Die Geißel, das ist die Demo. Die hat man auch schon gesehen im Trailer, dass man x verschiedene Varianten hat, um eben mit dem Geiselnehmer sozusagen zu interagieren. Und es gibt x verschiedene Enden oder Varianten, wie die ganze Geschichte ausgehen kann. Deswegen, wir starten jetzt einfach mal blind. Ich glaube, für den Anfang nehme ich jetzt einfach mal für die Demo leicht. Später können wir ja immer noch fortgeschritten machen, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. 15. August 2038, 20.29 Uhr. Wir sind, by the way, selber ein Android. Wow, die Grafik ist ja mal awesome. Habt ihr gesehen, wie fein man die Poren gesehen hat und die Sommersprossen? Wow. Oh. Oh mein Gott! Ich bin jetzt schon gehypt. YOLO. OMG. Ja, das... Wow, das Wasser... Wer stöhnt denn da schon wieder? Guckt euch mal bitte die Details an. Das ist die Mutter, würde ich sagen. Womit kann ich das? Achso. Wow. Fischi Fisch. Zwergfadenfisch. Liegen lassen. Retten, bitteschön. Der arme Fisch. Mach Mund zu Fischbeatmung. Sieh dich mit dem... Ja, das lasse ich mir eingehen. Das hier sind Neon-Salmler. Das da... Sieht mir... Keine Ahnung, den kenne ich nicht so genau. Also, sieht ein bisschen wie ein Kampffisch aus. Könnte ein Kampffisch sein. Das ist der Fadenfisch. Ja, da hinten ist auf jeden Fall ein Kampffisch noch mit dazu. Also, dann ist das wahrscheinlich ein Kampffischweibchen oder so. Oder ein Barsch. Weil die könnte man nicht zusammenhalten. Ja. So viel zur Aquaristik. Sorry, aber die Details waren so geil. Sie meine Kleine. Was? Oh, shit. Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen. Hey! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Kein Rassismus gegenüber Androiden. Nicht alle Androiden sind Ärsche. Ich bin ein toller Android. Lass mich. Ich finde Captain Ass. Hilfe, lass mich. Ich finde Captain Allen. Da hinten ist Captain Ace. Okay. Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Kann ich mich umsehen? Kann ich ins Klo? Sagt man nicht, Schwein. Spricht zuerst mit Captain Möb. Ja, ist ja gut. Ich wollte zufällig gerade erst mal Detektivarbeit machen und nicht erst mal wieder hier mit irgendwelchen Captains reden. Das Spiel ist jetzt schon geil! Oh Gott, das ist nur eine Demo! Ja, ich kann nur sagen, yay, nehmt euch mal ein Beispiel da dran, ihr Affen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Ach, ist der niedlich. Also Connor. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Schön für ihn. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Du bist ein Asshole. Oh shit. Weil ich jetzt die falschen Antworten rette die Geisel mir nur das. Verstehe, was passiert ist.
Typ hat Waffe genommen. Bing, bing, bing. Achso. Verstehe, und während ich das mache, kann ich dann nochmal was, und dann habe ich zum Beispiel so und so viele Punkte, die ich zurückanalysieren kann. Okay, verstanden. Und ich habe schon jetzt die Chance von... Okay, Chance auf Erfolg. YOLO. Captain Pimmeluff war allerdings nicht sehr höflich zu mir, muss ich jetzt schon mal sagen. Hä, töte den Androiden. Mimimimimi. Penner Face. Du das, ja. Hab dich vor, ich durfte es ja vorher nicht. Kind wird er wohl nicht den Androiden gehackt haben. Daniel. Aha. Daniel. Daniel. Daniel, 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 Daniel. Merkt euch den Namen. Kind hörte keine Schüsse. Okay. Könnt ihr mal aufhören, diese dramatische Musik zu machen? Das macht mich ganz dramatisch. Kind hörte also keine Schüsse. Eieieiei. Kann ich das analysieren? Chance auf Erfolg, jede Sekunde zählt. Oh, Scheiße. Ist das der Vater? Overkill, oder? Was hat denn der Vater gemacht, dass er den Vater erschossen hat? Verstorben. Das ist so geil. Vater hielt etwas in der Hand. What the fuck hat er gemacht? Entsperren, Passwort des Affen. Oh! Du hast einen anderen Androiden bestellt, du kleines Ass. Und er hat... Ja, logisch, der hat auch Gefühle. Fix! Könnt ihr mal bitte aufhören, hier Psycho zu machen? Ich bin hier zufällig unauffällig unterwegs. Unauffällig. Ja, der blöde Affe hat einen... Androiden bestellt, ja, oder wäre ich auch sauer? Immerhin hat der das Kind als wahrscheinlich auch so, halt schon ein bisschen anders angesehen.
hier kocht wer. Die wollten zu Abend essen. Der hat das gesehen, war eifersüchtig. Hi, Mr. Cop. Androidenblut? Ew! Also, frisches blaues Blut. Mhm. Abweicher, aha. PL600. Wow. Schnauzi, ich muss analysieren, du Ass. Okay, kann ich mal hier bitte? Hilfe. Verstorben. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, der liegt da einfach nur so rum, zum Spaß. Ew. Wow. Ach, der hat ihn angeschossen, wahrscheinlich. Und dann hat er sich gewehrt. Geisel, so die Schießerei. Du kriegst ja von mir Freischussbahn, du Eichelzipf. Pöbelt der gerade mich an? Ich habe eine Waffe, ich würde es mir überlegen. Arsch. Ich wollte nur mal sagen, dass du ein Arsch bist. Nur so nebenbei erwähnt. Was hat dem? Kann ich Klavier spielen? Halt. Kann ich laufen, na? Dusche. Aha. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir probieren mal unser Glück, mit ihm zu reden. Ja, was ist denn der Vater eigentlich auch für der Depp, ne? Dass der die Waffe da so ungesichert dort liegen. Ich bin verwirrt, dieses Haus ist kacke. Wer keuchelt denn da schon wieder so rum? Schuh? Menschliches Blut. Geißel könnte verletzt sein. Lass mich mal vor. Hui! Scheiße! Au! Nein, schritt näher oder ich springe! Nein, bitte nicht! Jesus, du hast mich erschreckt und mich angeschossen. Das ist ziemlich unhöflich. Name. Hi, Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ja, super Effektivität, ihr dummen Pisser! Gewinne das Vertrauen. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe! Niemand kann mir helfen! Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört!
Der arme Kerl. Bist du bewaffnet? Wahrheit. Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So, jetzt nicht mehr. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Oh. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen. Da liegt ein Bulle im Dings. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, denn da? Oh, ein Leichenman. Sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Komm schon. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Verpiss dich da oben, Pisser! Die Situation ist unter Kontrolle! Ich brauch ja, eh keinen. Du kriegst dein Bild. Übner, dringender Heli-Einsatz! Du musst mir vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Ich will das alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Komm einfach her zu mir. Ich will nicht sterben. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer wird dir nichts nützen. Autsch! Das war nicht gut. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Oh shit. GZ-Kind. Okay, das war eins der Enden. Wir werden natürlich auch eine andere Variante testen. Oh, aua. Der Arme. Mission erfolgreich. Kind ist geschützt. Wir sind Schinken. Und keine Sau interessiert, weil wir nur ein Androide sind, oder was? Ich hätte die Wahrheit nicht sagen dürfen, ich hätte blöffen müssen, aber ich fühlte mich schlecht. Ich wollte nicht anlügen. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du bisher eingeschlagene Wege, die noch zu erkunden Wege, freigestanden Möglichkeiten ansehen. Okay, cool. Wow, 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 wow. Connor sprang wegen Emma und fiel. Dann gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5. Jesus. Wir haben aber einiges entdeckt. Also ich bin gar nicht so Fisch habe ich gerettet. Ja, wunderschön. Ich bin ein toller Mensch. Ich bin der Android von Cyberlife. Jede Entscheidung zählt. Sieh, was du getan hast.
Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder... Wie wirst du entscheiden? Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist Detroit Become Human. Am 25.05.2018. Es ist schon vorbestellt. Freut euch, liebe Community. Denn ich werde dieses Spiel für euch let's playen. Über die Playsy. Geh nach Spielmission, willst du nochmal spielen und einen anderen Ausgang erleben. Ja, aber das werde ich im nächsten Part machen. Da werden wir dann nochmal ein anderes Ende sehen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr freut euch auf dieses neue Projekt. Das war eine Demo, wer sie auch selber mal testen möchte. Über die PlayStation 4 gibt es die gratis zum Downloaden. Viel Spaß damit und ich hoffe, ihr hattet Bock und Spaß auf bei dieser Episode. So rum. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich auch wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Ende oder bis zum nächsten Spiel. Bis dahin. Ciao, ciao.